So, da bin ich wieder und ja, mal wieder Game Over gewesen, weil ich wahrscheinlich irgendwas nicht in den Koffer gepackt habe und wir werden jetzt mal gucken, was da so gefehlt hat. Wird bestimmt irgendwas Simples sein, wir gucken einfach mal, was wir da so haben. Ein abgebrochener Kofferschlüssel, den brauchen wir nicht. Den können wir ruhig bei uns haben, den Pieper können wir auch bei uns haben. Schlüssel für unser Zimmer sollten wir bei uns haben. Broschüre macht jetzt auch nichts. Dünner Draht, naja gut. Man hat doch immer einen Kleiderbügel mit. Auftragszettel wäre, glaube ich, nicht so intelligent, wenn ich den mit habe. Evelyn aber mithaben, das ist ungünstig. Na gut. Dann ist der Auftragszettel auch nicht wichtig. Das Magazin, gucken wir einfach mal, ob es da rein muss. Nö, muss auch nicht. Blöd. Aber kann man jetzt nicht so viel dran ändern. Die Dollarscheine sowieso nicht. Bargeld hat man halt mit dabei. Die Notiz. Ah, das ist die Notiz aus Dannings Zimmer. Die sollte man vielleicht noch verstecken. Ach, gut. Notiz ist verstaut. Dann hat das wohl gefehlt. Aber wir gucken jetzt einfach nochmal drüber. Vielleicht doch noch was fehlt. Bradleys Feuerzeug. Wird niemandem auffallen. Das Foto auch nicht. Und der Roman. Ja, den muss ich ja sowieso mit haben. Gut, dann versuchen wir nochmal unser Glück, uns von Dunning durchsuchen zu lassen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Wir schleichen also wieder durch die Gänge. Wie gehabt, gibt ja nichts Neues. Und wieder kommt jemand die Treppe hoch und es ist wieder Iris. Und sie ist wieder vollkommen geschockt, dass sie von Mr. Smith abgetatscht wurde. Ich meine, Gepäck durchwühlt und so. Ach ja. Sie ist ja so wütend. Iris hat übrigens breitere Augenbrauen als unser lieber Kyle, aber... Boah. Jetzt sind wir durchgekommen, ohne dass wir durchsucht wurden. Interessant. Scheinen wir also alles richtig gemacht haben. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Vielleicht zur Lounge? Ach, wir müssten ja eventuell zu Dingenskirchen. Wie ist sie doch gleich, Rosa? Durchsuchen wir doch alles mal. Also hier sind sie nicht. Blöd. Ob sie wohl hier ist. Versuchen wir es einfach mal. Anklopfen bringt immer noch nichts. Das ist natürlich sehr schade. Abgesperrt ist auch noch. Ja. Vielleicht der Flur war auch nicht, soweit ich weiß. Restaurant? Warum sollte sie im Restaurant sein? Ja, wir suchen jetzt einfach Rosa und wollen ihr das dämliche Buch bringen, wo immer sie auch ist. Na, da ist er doch. Wunderbar. Haben Sie kurz Zeit? Nö. Was ist denn, Mr. Hyde? Ich habe Summers Autogramm bekommen. Was? Ach, Sie wollen mich doch auf den Arm nehmen. Wirklich? Ach, ist das schön. Sie sind ja ganz aus dem Häuschen. Macht Sie das ein Autogramm wirklich so glücklich? Aber natürlich. Damit habe ich 50. 50 Autogramme von Summer? Und so viele muss man erstmal jemand zusammenbekommen, wissen Sie? 50 was? Autogramme natürlich. Ich sammle Autogramme von Prominenten. Ja, wenn man sonst kein Hobby hat. Ich mache Let's Plays. Und Summer ist Nummer 50 in meiner Sammlung. Sie kennen sich mit der Handschrift von Berühmtheiten gut aus, nicht wahr? So würde ich jetzt nicht ausdrücken. Aber Sie haben vermutlich recht. Mein erstes habe ich als Kellnerin in Santa Monica erhalten.
war Kellnerin. Ob die gut Trinkgeld bekommen hat? Es war auch ein Schriftsteller, wissen Sie? Lustig, nicht wahr? 16 Jahre ist das her. Tja, und so habe ich sie hier und dort gesammelt. Und jetzt sind es schon 50 Stück. Also es ist kein Wunder, dass ich glücklich bin, oder? Also, wo ist mein Buch? Hier in meiner Tasche, die aussieht wie eine Frauenhandtasche. Nebenbei bemerkt. Bitte sehr. Danke. Wo ist es? Ist das wirklich seine Unterschrift? Das haben Sie doch nicht etwas selber geschrieben, oder? Hä? Oh, keine Sorge. Fälschung ist nicht mein Metier. Ich mach doch nur Spaß. Ich weiß ganz genau, dass das wirklich Summers Schrift ist. Wissen Sie, Mr. Summer hat eine ganz besondere Art, seinen Namen zu schreiben. Neulich erschien ein Interview über seine besondere Handschrift. Was ist so besonders daran? Das würde mich jetzt interessieren. So Schriftbildanalyse und so. Ganz interessant, ganz spannend. Was ist denn an Summers Autogramm so besonders? Na, wie er das ER in Summer schreibt. Schauen Sie genau hin. Sehen Sie den besonderen Schwung in der Linienführung? Ja, sieht aus wie gekrakelt. Vermutlich. Hat was von, wenn man das jetzt vertauscht, von Melvin. Ja. Und so war das schon immer. In einem Interview sagte er, dass er schon als Kind so geschrieben hat. Boah, bestimmt Autist. Die Buchstaben ER, hm? Diese Handschrift weisen Personen auf, die gerne große Lügen erfinden. Das ist jetzt nicht unbedingt positiv für unseren guten Summer. Und der schräge Schwung bedeutet, dass diese Person nicht sehr mutig ist. Habe ich eine sehr schräge Handschrift? Eigentlich nicht. Ich bin sehr krakelig. Was heißt das denn? Sie können kochen, putzen und Handschriften analysieren? Sie sind ein Multitalent, Rosa. Machen Sie sich nur lustig, Mr. Hyde. In Handschriften ist viel Wahrheit verborgen. Ein feiger Lügner, hm? Ziemlich betreffende Beschreibung eines Schriftstellers, schätze ich. Verraten Sie mir noch etwas? Was denn? Wann wurde dieses Buch veröffentlicht? Nun, es hat den Mystery-Debütpreis 1969 gewonnen, also vor genau 10 Jahren. Haben Sie noch mehr Bücher von diesem Kerl? Nein, nur das geheime Wort. Es klingt vielleicht unhöflich, aber das ist das Einzige, das ihm gelungen ist. Tatsächlich. Allerdings, Mr. Hyde. Nach das geheime Wort hat Summer noch mehrere andere Bücher geschrieben, aber keines davon hatte auch nur annähernd den gleichen Erfolg. Manche nennen ihn deswegen eine literarische Eintagsfliege. One-Hit-Wonder. Andererseits ist es bestimmt sehr schwer, einen richtig guten Roman zu schreiben. Inzwischen lebt er von den... Fremdwörter und so. Waren das zum Team? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Egal, bestimmt wird... bestimmt wie ein König. Sagt man jedenfalls. Tja, was man halt so sagt. Eine Frage hätte ich noch. Noch eine? Ist Martin Summer ein Pseudonym? Oh nein, bestimmt nicht. Das ist sein richtiger Name, kein Zweifel. Er hat nie unter Pseudonym geschrieben. Das ist jetzt interessant. Aha, schau an. Dann war das ganze Gerede über Pseudonym und so nur Augenwischerei. Was? Augenwischerei? Ist das überhaupt ein Wort? Was ist los, Mr. Hyde? Nichts, Rosa. Ich bin nur ein wenig neugierig. Das ist alles. Besten Dank. Bis später. Sicher. Ich danke Ihnen, Mr. Hyde. Ich verlasse die Küche. Rosa presst das Buch noch immer an ihre Brust. Und die ist gewaltig. Summers Geschichte hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Welche Art von Schweizer Käse? Den werde ich mir noch einmal vorknüpfen. Ich glaube, wir haben einen neuen Auftrag. Wir sollten, glaube ich, jetzt zu Summer.
Tja. Da hat der gewohnt. In 211. Wenn ich mich nicht täusche. Nicht, dass ich mich nicht täuschen würde, aber ihr wisst ja selbst. Hallo, Mr. Hyde. Diesmal lag ich richtig. Haben Sie kurz Zeit? Bitte, sagen Sie nicht, dass Sie schon wieder ein Autogramm wollen. Nein, ich habe noch ein paar Fragen. Tatsächlich? Nun gut, Mr. Hyde, fragen Sie. Und wieder sind wir im Zimmer des Schriftstellers. Ob er wirklich ein Schriftsteller ist? Danke, Mr. Summer. Es wird auch nicht lange dauern. Was ist denn? Ich bin nur ein kleines Licht, ein Vertreter, habe nicht viel Zeit zum Lesen. Aber mit Ihnen, einem Bestseller-Autoren, zu sprechen, bringt mich zum Nachdenken. Wie ist das so, ein Buch zu schreiben? Nie unbekannt zu sein. Die ganzen Fans und so. Ich dachte mir, vielleicht können Sie mir ein paar Sachen erklären. Zum Beispiel, wie man einen Bestseller schreibt. Ich möchte Autor werden, erklär mir alles. Wie man einen Bestseller schreibt, das wollen Sie von mir wissen? Ja, ich meine, Sie haben das geheime Wort geschrieben. Und alle lesen es. Also sagen Sie schon, wie findet man eine Geschichte, die allen gefällt? Guter Mann, das kann man nun wirklich nicht so einfach erklären. Hey Summer, ich verlange hier noch nicht den Stein der Weisen. Ein paar Tipps wären schön, damit ich es selbst mal versuchen kann. Natürlich, Mr. Hyde. Was Sie da vorhaben, ist so gut wie unmöglich. Warum? Moment mal. Unmöglich, hm? Aber wenn Sie das können... Aber er kann das auch. Ich glaube, es war ein Notizbuch, das mich dazu angeregt hat. Mein Notizbuch? Ja, das alte Ding, das aus Versehen in meinem Zimmer geliefert wurde. Das war doch das Manuskript zu Ihrem Roman, nicht wahr? Ich meine, der Text war doch identisch. Aber was weiß ich schon. So haben Sie doch angefangen, oder? Ja, aber... Mr. Hyde, Sie haben mein Notizbuch gelesen. Wie können Sie es wagen? Es war mein Paket. Ja, das habe ich. Und wissen Sie was? Mir ist etwas aufgefallen. Die Handschrift in diesem Notizbuch ist nicht Ihre. Ja, da wollen wir doch mal direkt drauf zugehen. Geben Sie auf. Lügner. Lügner! Andere Handschrift. Die Handschrift sieht doch völlig anders aus als Ihre Unterschrift. Ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie Ihren Roman ja jemanden diktiert? Dieses Gespräch überschreitet alle Grenzen, mein Herr. Alle Grenzen, in der Tat. Und wissen Sie noch etwas, was mir aufgefallen ist? Nun, ich bekomme Ihren gravierten Füller nicht mehr aus dem Kopf. Ja, da wollen wir auch nochmal drauf eingehen. Also? Ist das wirklich Ihr Füller? Sie heißt nicht Alan. Natürlich heißt er nicht Alan, weil es ist ja auch nicht sein Füller. Sie sagten, Ihr richtiger Name sei Alan? Das ist gelogen. Sie heißen es ebenso wenig Alan wie ich. Was sagen Sie da? Martin Summer ist nicht Ihr Pseudonym. Es ist Ihr richtiger Name. Ich muss mir das nicht anhören. Wo liegt denn das Problem? Oh, arroganter Schnösel. Wir unterhalten uns doch nur. Wieso kommen Sie auf einmal ins Stocken? Sie verstehen das nicht. Sie können das nicht verstehen. Der Weg eines Kunstwerks ist lang. So viele kleine Schritte sind zu gehen. So, erzähl mal, warum sind Sie überhaupt wütend? Soll ich einfach mal sagen, was ich denke, Shakespeare? Ich glaube, ich weiß, warum Sie so böse sind, dass ich Ihr Notizbuch gesehen habe. Die Handschrift ist furchtbar, weil es ein Geheimnis enthält. Uha, natürlich ist die Handschrift furchtbar. Weil es ein Geheimnis enthält. Und noch etwas passt überhaupt nicht ins Bild.
wenn es ihr Notizbuch ist, warum haben sie es sich selbst zugeschickt? Ich habe nicht. Das hat jemand für mich hierher geschickt. Ja, warum? Wer hat das Buch geschrieben? Das interessiert mich jetzt auch brennend. Der Autor der Geschichte in ihrem Notizbuch? Also, wer war es wirklich? Lügner, sie waren es nicht. Also erstmal muss man ihm sagen, dass es wirklich nicht war. Sie waren es nicht. Ach, kommen Sie. Läuft doch gut an. Ich habe jedes Wort in diesem Notizbuch geschrieben. Wort für Wort, jahrelang. Mr. Hyde, worauf gründen Sie Ihre Anschuldigung? Wie können Sie nur behaupten, dass ich nicht der Autor dieses Notizbuches sei? Haben Sie für diese Frechheit etwa Beweise? Falls ja, bestehe ich darauf, dass Sie sie sofort offenlegen. Beweise? Allerdings. Okay. Sie brauchen Beweise? Ich zeige Ihnen welche. Wie bitte? Geben Sie mir ein Autogramm. Dies ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt, um... Halten Sie den Mund und schreiben Sie. Und zwar den richtigen Namen, klar? Meinen richtigen Namen? Hier, mit Ihrem tollen Füller. Ich öffne mein Notizbuch und reiche es Summer. Werden Sie darauf bestehen, Mr. Hyde? Ich muss sagen, Sie sind sehr unhöflich. Summer signiert das Notizbuch. Yippie, ich kann es verkaufen. Ich hoffe, damit ist Ihr ungebührliches Verlangen befriedigt. Ja, das reicht. Und jetzt zeigen Sie mir dieses alte Notizbuch. Was bitte soll ich? In diesem Notizbuch müsste dann doch Ihr Name stehen, oder? Deswegen werde ich jetzt die Unterschriften vergleichen. Mr. Hyde, das ist... Ja. Cool, ich kann alles rot anmarkern. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Wenn Sie Beweise haben, verlange ich, dass Sie sie unverzüglich offenlegen. Ja, schon klar. Muss ich beides umkreisen? Wahrscheinlich. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Penner. Geht doch. Sie können unmöglich die Geschichte in diesem Notizbuch geschrieben haben. Schauen Sie sich das eher an. Sie schreiben es anders. Völlig anders. Das... Wer hat das Buch also geschrieben? Der Autor der Geschichte in Ihrem Notizbuch? Das waren nicht Sie. Aber wer war es dann? War es einem? Das. Und wo ist Ellen überhaupt? Wer ist Ellen? Das. Ich keine Antworten mehr. Wer hat Ihnen das Notizbuch geschickt? Ellen? Wer hat Ihnen das Notizbuch geschickt? Ihre ganze Geschichte stinkt doch zum Himmel. Ja. Was verbergen Sie, Summer? Und woher kennen Sie Ellen? Was ist die Verbindung zwischen Ihnen und Ellen? Bringt er mich um, bestimmt. Antworten Sie. Das reicht. Wer sind Sie? Wer hat Sie angeheuert? War es der Verlag? Oder diese verlogene Rette Dan? Wovon reden Sie überhaupt? Ich arbeite für keinen Verlag. Und ich kenne auch keinen Dan. Lügner, irgendjemand muss Sie doch geschickt haben.
Behandeln Sie mich nicht wie einen Idioten. Ich bin doch nicht dumm. Wollen Sie noch mehr Geld von mir erpressen? Das wird nicht geschehen, mein Herr. Das wird nicht geschehen. Hey, ganz ruhig. Regen Sie sich nicht so auf. Ich bin kein Detektiv. Ich bin kein bezahlter Schläger. Ich bin nur ein Vertreter, der zufällig im gleichen Hotel wie Sie wohnt. Aber Sie haben es doch herausgefunden. Herausgefunden? Was denn? Ein Geheimnis. Scheint so. Aber welches Geheimnis denn? Dass Ihr Debütroman in Wirklichkeit von jemand anderem verfasst wurde? Oder dass Ihnen jemand auf die Schliche kam und Sie damit erpresst? Das sind zwei Geheimnisse. Und jetzt kenne ich beide. Ist das alles? Oder haben Sie noch mehr Leichen im Keller? Mr. Hyde, ich frage Sie erneut, wer sind Sie? Wie bereits gesagt, nur ein einfacher Vertreter. Warum wollen Sie dann meine Geheimnisse publik machen? Das habe ich doch gar nicht vor. Davon hätte ich nichts. Und von Erpressung halte ich erst recht nichts. Viel zu gefährlich. Was mich interessiert, ist lediglich die Wahrheit. Und ich werde sie finden. Falsche Serie. Die Wahrheit? Ich fürchte die Wahrheit und ich fürchte, dass sie bekannt werden könnte. Sie verfolgt mich, die Wahrheit. Raubt mir seit 10 Jahren jede Nacht den Schlaf. Mr. Hyde, wenn ich diese Geheimnisse, die auf meiner Seele lasten wie ein Fluch, wenn ich meine Schuld einem Menschen beichten könnte, nur ein einziges Mal. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für einen Neuanfang. Mr. Hyde, wären Sie so gut, meiner traurigen Geschichte Ihr Ohr zu leihen? Tja, alles begann in seiner Kindheit. Ich wollte schon immer Schriftsteller werden. Aber diese Geschichte erfahren wir erst im nächsten Teil.